Sikuche, meine Freunde, und herzlich willkommen zur dritten Folge von Tube Factory. Und ja, die letzten zwei Folgen liefen eigentlich beide richtig geil. Und deswegen werde ich das Projekt auf jeden Fall erstmal weiterziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nächste Woche einen Part schaffen werde, weil es zeitlich eventuell nicht reichen wird. Aber ich versuche natürlich mein Bestes zu geben. So, aber zunächst würde ich sagen, gibt es noch eine kleine Sache, die ich erwähnen sollte. Und zwar. Diese kleine Sache, die ich auf jeden Fall erwähnen muss, whatever, ist, dass ihr jetzt in der Videobeschreibung abstimmen könnt, was für ein Gameplay in der nächsten Folge kommen soll. Jetzt habe ich ja wieder Minecraft-Gameplay, ich weiß gar noch nicht genau was. Ich werde was aufnehmen, noch irgendein Minispiel wahrscheinlich, vielleicht Bed Wars, könnte ich mir gut vorstellen. Und ihr könnt jetzt in der Videobeschreibung abstimmen, was wollt ihr denn nächstes Mal als Gameplay haben. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich die Information, die ich jetzt loswerden will. Und deshalb würde ich sagen, rede ich gar nicht mal lange um den heißen Brei herum. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach dem Intro bei Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 1. Bei Fakt Nummer 1 geht es darum, dass angeblich diese Woche Minecraft Error, beziehungsweise gestern hat Minecraft Error 3 gestartet. Und zwar sind dieses Mal relativ viele Leute mehr drin, falls es wahr ist, dieser Fakt. Ihr könnt ja nach wie vor immer in die Kommentare schreiben, ob dieser Fakt wahr ist, ob ihr daran glaubt, bla bla bla. Whatever. Und ja. Also schreibt es auf jeden Fall rein, würde mich sehr interessieren, ob ihr daran glaubt, dass Error tatsächlich schon gestartet hat oder ob es erst im Sommer starten soll, ob es wirklich so viele Mitglieder hat, weil auf meinem Kanal kam ja bislang noch nichts Error-mäßiges, ne, von Error 3, also kleiner Tipp schon mal so am Rande. Ja, stimmt's ab, das ist Fakt Nummer 1 und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich bei Fakt Nummer 2, weil viel mehr zu Fakt Nummer 1 gibt es leider auch nicht zu sagen. Ich weiß, es geht jetzt ein bisschen schnell, aber ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, das Ganze hier zu rendern, deswegen ja. Also bis gleich bei Fakt Nummer 2. Fakt Nummer 2. Bei Fakt Nummer 2 geht es nämlich darum, dass angeblich ein Sextape von BB's Beauty Channel und deren Freund im Internet aufgetaucht hätte sollen, da irgendjemand Zugriff auf die Festplatte von BB's Freund hatte. Und ja, der hat das dann online gestellt, weil die das aufgenommen haben. Glaubt ihr daran, dann schreibt es mir absolut jetzt in die Kommentare. Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit, während ich noch ein bisschen plaudere. Ne? Ihr habt ja sowieso noch Zeit, bis alle 5 Fakten durch sind. Ich weiß, ich bin gerade verpeilt. Ich weiß nicht, wie ich das sonst immer gemacht habe, dass ich immer so richtig viel zu jedem Fakt gesagt habe. Es gab immer so irgendwie eine Minute pro Fakt und jetzt bin ich gerade mal bei wie viel? Ah gut, wir sind jetzt schon bei 50 Sekunden, aber ich habe ja eigentlich großteils drumherum gelabert. Ich gucke mir jetzt gleich mal die erste Folge an. Ich muss gucken, wie ich das damals gemacht habe. Dass ich einfach so erklärt habe und so, ne. Auf jeden Fall bei Fakt Nummer 2 ging es darum, dass angeblich ein Sextape von Bibi mit ihrem Freund aufgetaucht werden hätte sollen. Wenn ich weiß, was ein Sextape ist, das ist eine Art ein Sexvideo. Ja. Ich denke, das ist selbsterklärend. Und wer nicht weiß, was das ist, der ist eindeutig gut zu jung für meine Videos, das kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin ja selbst, oder benehme mich ja selbst wie ein Dreijähriger, aber egal. Der ist zu jung für Tube Factory. So, auf jeden Fall würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich bei Fact Nummer 3. Fakt Nummer 3. Bei Fakt Nummer 3 ging es darum, oder geht es darum, dass Unge, wie ihr wisst, die 1 Million Abonnenten geknackt hat. Und der wollte natürlich ein Abonnenten-Special machen, ist ja klar. Auch wenn der schon auf dem Kanal Unge ein Abonnenten-Special gemacht hat. So, jetzt kommt es aber. Und zwar hat er auf Twitter gepostet, laut diesem Fact, dass er das 1 Million Abonnenten-Special noch hochladen will, bevor er auf die Weltreise geht. Denn wer das noch nicht weiß, Unge geht irgendwann diesen Frühling noch auf eine Weltreise oder Anfang Sommer eventuell sogar und ist dann dementsprechend relativ krass beschäftigt, aber er hat auf Twitter gepostet, laut diesem Fact, dass er das 1 Million Abo Special noch vor der Weltreise, also vor dem Start der Weltreise, ja,
hochladen will. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, ist es wahr, ist es falsch? Jo, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Effekt Nummer 4 wieder. Oh, Alter, heute geht das Video so schnell durch. Gut, die Auflösung geht immer am längsten, das Schneiden vor allem. Darauf freue ich mich überhaupt nicht. Ich will nicht schneiden, nee, Spaß. Gut, dann sehen wir uns gleich bei Effekt Nummer 4. Willkommen bei Fakt Nummer 4, denn hierbei geht es darum, dass die Lochis, welche vermutlich die meisten von euch kennen, ein neues Musikvideo online gebracht haben, bei dem es darum geht, dass es nicht so schlimm ist, homosexuell zu sein. Und mit diesem Video wollten sie eine Kampagne starten gegen Homophobie. Nee, war kurz, wie nennt man das? Keine Ahnung, ich hab's vergessen, wie man es nennt. Auf jeden Fall gegen Leute, die was gegen homosexuelle Menschen haben, wollen die damit starten und haben damit noch verdeutlichen wollen, dass es ganz normal ist, homosexuell zu sein, dass das jedem seine eigene Meinung ist und ja. Wenn ihr glaubt, dass das tatsächlich wahr ist, dass dieses Musikvideo tatsächlich existiert, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr nicht daran glaubt. Dann schreibt es mir ebenfalls rein. Ich bin jetzt echt gespannt, wie viele was glauben. Und dann sehen wir uns gleich bei Fakt Nummer 5 wieder. Bis dann. Fakt Nummer 5. Bei Fakt Nummer 5 geht es um Herr Bergmann, denn der hat ja, wie ihr wisst, einen Animationsweihnachtskalender, also Animation in Anführungszeichen. Ich habe natürlich richtige Animation auf meinem Kanal. Nee, der hat natürlich da so einen Weihnachtskalender aus Animationen gemacht, wie ihr vermutlich wisst. Und von dem Weihnachtskalender 2014 ist angeblich gar nicht der letzte Part erschienen. Denn er hatte mal da so gesagt, da, ja, wir hatten Probleme mit dem Drehen, so haben es nicht rechtzeitig geschafft, aber das Video wird noch nachträglich kommen. Jedoch ist es bis heute noch nicht erschienen. Glaubt ihr daran, dass der letzte Part des Adventskalenders tatsächlich noch nicht erschienen ist, dann schreibt es mir in die Kommentare mit, ja, ich glaube daran bei Fakt Nummer 5, dass das wahr ist. Wenn ihr es nicht glaubt, dann schreibt es ebenfalls rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Auflösung aller Fakte wieder. Dann werde ich da endlich alle Fakte auflösen. Das Problem ist, ich bin jetzt so müde, das zum einen und zum anderen. Ja, ich habe irgendwie gar keinen Bock, diese Folge hier aufzunehmen. Weil es einfach sau mühsam ist, nachher das zu schneiden. Aber naja, ich mache es für euch, Leute. Ich mache es nur wegen euch. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Haut rein und bis gleich. Die Auflösung des ersten Faktes. Beim ersten Fakt ging es nämlich darum, dass tatsächlich diese Woche oder dieses Wochenende Error 3 gestartet haben sollte, bei dem es ganz viele Teilnehmer mehr haben sollte als beim zweiten Error-Teil. Und zudem ist das übrigens auch der abschließende Teil, kann ich gleich mal dazu fügen, denn das ist tatsächlich wahr. Ich kann euch hier gerne noch einen Bildausschnitt von BM Zockt hineinziehen. Habe ihn übrigens extra gefragt, dass ich das darf. Also, den zeige ich euch jetzt. Oh mein Gott. Ich bin richtig gespannt. Viel Glück, Bibi. Ja, dir auch. Komm, das packen wir. Los geht's! Oh, okay. Error startet. Los, los, los. Hä? Los! Ja, komm. Los, Bibi. Komm, nee, nicht über die Berge. Ja, die Richtung ist gut. Wir müssen aber auf Marco aufpassen, die da auf unserer Linken sind. Da sind mehrere auf unserer Linken. Verdammt, wir gehen über die Berge einfach weiter rennen, ja? Komm einfach hier hin. Da ist eine Kuh. Schlachtest du sie ab oder nicht? Wo ist sie denn? Ah, egal, komm, folg mir einfach. Da ist noch ein Schaf. Das ist ein Schwein. Warte, ich kill das Schwein. Okay, du tötest das Schwein. Da hinten sind Bäume. Wir holen uns die Bäume da hinten, ja? So, das war ein Bildausschnitt, also wenn ihr Bock habt, ist echt ein richtig geiles Projekt. Heute ist bereits sogar der zweite Part erschienen oder wird erscheinen um 15.30 Uhr und dieses Video kommt um 16 Uhr, also ist erschienen. So, sorry. Also es ist echt ein richtig geiles Projekt, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, schaut auch bei den anderen Error 3 Mitgliedern vorbei. Ich selbst hätte gerne mitgemacht, hat aber leider nicht geklappt, aber naja, wie dem auch sei. Ja. Ich denke, das würde ihn auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und ja, also, wenn ihr Bock drauf habt, guckt da vorbei. Ist im Prinzip dasselbe wie Varo, nur halt mit etwas kleineren YouTubern. Aber ich finde, die Umsetzung ist gar nicht mal so schlecht gelungen bislang. Und ja, guckt auf jeden Fall mal da vorbei. Habe ich jetzt zum 3000. Mal gesagt. Und ich würde es nochmal 3000 Mal sagen, nur wegen Werbung und so. Nee, Spaß. Ja, wenn es euch
Passt, dann guckt auf jeden Fall vorbei. Link findet ihr in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns bei der Auflösung von Fact Nummer 2. Fakt Nummer 2. Bei Fakt Nummer 2 ging es darum, dass angeblich im Internet ein Sextape von Bibis Beauty Channel und deren Freund im Internet aufgetaucht hätte sollen, whatever. Und tatsächlich gibt es auf YouTube ein Video darüber. Jedoch ist das von Mr. Trashpack und das war alles nur ein April-Scherz. Also das Video existiert tatsächlich nicht. Und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass irgendjemand Zugriff auf den Rechner hatte. Ich weiß ja nicht, was der da drauf abgespeichert hat, aber ich will es mal so sagen. Ich will nicht hoffen, dass irgendjemand darauf Zugriff hat und dann irgend sowas online stellt, weil, sind wir mal ehrlich, das würde das Bild von uns YouTubern generell irgendwie zerstören mit solchen Skandalen. Und vor allem Beauty-Channels und so werden dadurch schwer betroffen. Das wollen wir natürlich alle nicht. Also bitte, ich bitte euch wirklich, dass ihr nicht irgendwie anfangt, YouTuber auszuspionieren und genau solche Sachen zu machen. Das Ganze war wirklich nur ein Fake. Ich kann euch gerne noch den Fake-Ausschnitt von Mr. Trashpack reinpacken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Auflösung von Fact Nummer 3. Also bis gleich. Und jetzt sind wir auch schon bei der Auflösung des dritten Faktes, bei dem es darum ging, dass Unge angeblich seinen 1 Million Abonnenten Special noch vor Start der Weltreise hochladen will. Und tatsächlich hat er das auf Twitter gepostet. Ich werde euch vielleicht noch hier ein Bild einblenden, wo das Ganze draufsteht, dass er das gemacht hat. Und ich fände es auf jeden Fall richtig geil, wenn er das sobald das möglich hochladen würde. Und vor allem, weil ich ja weiß, dass demnächst die Weltreise schon starten wird, bin ich auf jeden Fall überzeugt davon, dass auch das 1 Million Abonnenten-Special demnächst schon erscheinen wird. Also, wenn es dann erscheint, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Insofern ich dann noch Tube Factory mache, dann wird das auf jeden Fall hier drin kommen. Es kann aber auch schon sein, dass es ein bisschen früher kommt und ein bisschen später und dann sage ich irgendein falsches Datum oder so. Und dann kann es trotzdem ein Fake sein oder so. Also, ja, ihr müsst nicht einfach denken, sobald ein Fact ist, ja, Unge hat das 1 Million Abonnenten-Special hochgeladen, dass es dann automatisch wahr ist. Ich kann irgendwas einbauen, dass es nicht so sein würde. Es kann aber auch wahr sein. Das wissen wir alles noch nicht. Steht noch in den Sternen. Ich hoffe, das 1 Million Abonnenten-Special kommt auf jeden Fall bald. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr, sehr drauf. Wenn ihr euch auch drauf freut, dann schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns gleich bei Fakt Nummer 4 der Auflösung. Bei Fakt Nummer 4 ging es darum, dass angeblich die Lochis ein Musikvideo veröffentlicht haben. Dabei ging es nämlich darum, dass es eine Kampagne gegen Homosexuelle und darum ging es auch im Musikvideo. Und wenn ihr das tatsächlich geglaubt hat, dann ist es falsch, weil das Ganze ist ein Fake, ein Riesen-Fake. Ich weiß nicht, ob ihr es geglaubt habt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere das sogar geglaubt hat, weil, ja, das ist nicht so ein Thema, wo ich sagen kann, ja, das ist zu 100% so oder das ist zu 100% so. Das ist immer so grenzwertig bei den Lochis, da weiß man nie, was die machen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr euch interessiert, was die sonst so hochladen, dann guckt auf jeden Fall auf deren Channel vorbei. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die haben auch viele coole andere Musikvideos, also da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und irgendwie mal einen Daumen nach oben da lassen oder so. Ich denke, das würde ich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur Auflösung vom fünften und letzten Fakt. Also bis gleich. Bei Fakt Nummer 5 ging es darum, dass angeblich Herr Bergmann den letzten Part von seinem Adventskalender hochgeladen hat, von seinem Weihnachts-Adventskalender, von seiner Animation. Und dieser Fakt ist tatsächlich wahr. Er hat noch nie er hat nie den letzten Part seiner Animation hochgeladen, obwohl er einmal gesagt hat, ja, wir hatten technische Probleme, aber der wird bald kommen. Die Sprecher als auch wir, die das Ganze hier filmen, haben alles versucht, um die Folgen rechtzeitig online zu bringen, aber morgen ist Weihnachten und allmählich müssen wir mal anfangen, uns auch so ein bisschen weihnachtlich einzustimmen und das schaffen wir nicht, wenn wir hier den ganzen Tag an diesen Folgen arbeiten. Es tut mir leid, aber ihr könnt euch dafür im Gegenzug auf ein sattes Finale freuen, das auf jeden Fall natürlich noch vor Ende des Jahres kommen wird und nicht erst im Februar.
Und ich kann euch gerne hier noch zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht. Also so eine Videoliste, ihr könnt auch gerne selbst mal nachschauen. Da ist wirklich kein letzter Part. Wenn ihr irgendwie sonst irgendwo den Part gefunden haben solltet, also wenn ihr den irgendwie woanders hochgeladen habt und das irgendwie in seinem Video gesagt hat oder was weiß ich, oder unter irgendeinem anderen Namen, man weiß ja nie, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, dann würde ich das nämlich hier revidieren, weil ich kann das nicht zu 100% nachprüfen, kann ich hier das Video, das auf YouTube online kommt, anschauen, das ist klar. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet, insofern ihr da mehr wisst als ich. Aber so wie ich das sehe, hat er das nie hochgeladen und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass dem auch nicht so ist. Aber falls dem doch so ist, dann würde ich meine Aussage hier auf jeden Fall revidieren. Und ja, das war's auf jeden Fall für die heutige Folge Tube Factory. Jetzt kommt dann noch gleich ein kleines Nachwort, also dranbleiben. So, willkommen bei einem kleinen Nachwort, und zwar ist es jetzt tatsächlich so, dass ich bei diesem Part, Tube Factory relativ wenig Zeit gebraucht habe, um das Ganze zu schneiden und so aufzunehmen und so, und darauf bin ich auf jeden Fall sehr stolz, denn normalerweise brauche ich immer so 3-4 Stunden, oder habe ich bislang immer 3-4 Stunden gebraucht, und hierfür habe ich erst eine halbe Stunde verschwendet und bin doch schon mehr oder weniger fertig. Ich muss noch ein paar Sachen reinschneiden, dann bin ich dann durch, aber ansonsten war es echt eine relativ produktive halbe Stunde, und ich bin auf jeden Fall froh, dass diesmal ein bisschen schneller ging. Ich hoffe, dass jetzt in Zukunft immer ein bisschen schneller gehen wird. Wenn ihr denkt, es hat dann Qualität etwas einbüßen müssen, deswegen, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, dann werde ich mir nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und vergesst nicht, in der Videobeschreibung könnt ihr voten, was für ein Gameplay nächstes Mal erscheinen soll. Zu diesem Video, das würde mich sehr freuen, wenn da auch ein paar Votes kämen oder zustande kämen, dass ich dann auch weiß, was ich dann nächstes Mal aus Gameplay dahinter schneiden soll. Ob es jetzt Left 4 Dead oder Minecraft, was in Minecraft werden soll. Das könnt ihr entscheiden, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ganz oben findet ihr den Link weiter und dann findet ihr noch den Link zu allen YouTubern, welche hier erwähnt worden sind oder irgendwie im Zusammenhang hier gestanden haben. Also guckt auch hier auf jeden Fall bei denen mal vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Die machen auch alle coole Videos, vor allem Bombe. Du bist ein cooler Typ, Bombe. Ja, du bist sehr cool. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und wahrscheinlich sie sogar noch mehr. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu lassen. Vergesst nicht, ist der Daumen oben, will man nicht loben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Folge Tube Factory, falls ich es hinkriege. Bis dahin, lass nicht zu 100% gesagt sein, dass da dann auch wirklich was kommt. Aber falls was kommt, dann würde ich mich selbst sehr freuen. Und dann könnt ihr euch auch freuen. Und ja, morgen kommt dann wieder ein Minecraft Let's Play, also Part 194 oder so. Und übermorgen kommt dann eine Runde Survival Games oder umgekehrt, bin mir nicht ganz sicher. Mittwoch kommt dann eine Folge Dragon Nest, falls alles hinhaut. Und Donnerstag kommt dann wieder eine Let's Play Folge von Minecraft, also Part 195. Und dann am Freitag kommt wieder PvP, ich glaube Bed Wars oder Ender Games, bin mir nicht ganz sicher. Samstag kommt dann auch wieder ein PvP Video von irgendwas, dann kommt dann Bed Wars oder Ender Games, je nachdem, was am Freitag nicht kam. Und am nächsten Sonntag kommt dann auch wieder Tube Factory. Und ja, das ist halt alles, was ich bislang aufgenommen habe. Wenn ihr irgendwas für irgendwas davon interessiert seid, dann könnt ihr ja dann gerne wieder einschalten. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.